wie nun jeden Sonntag, Demonstration im Tiergarten. Heute mit einer Armada von Übertragungswagen, denn es soll Musik für den Frieden geben. Ein Medienrummel ohnegleichen. Es werden Prominente erwartet. Alles ist bestens organisiert. Hier die Künstlergarderobe. Man ist fröhlich bis ausgelassen. Auf der Rückseite des Brandenburger Tores. Zur selben Zeit an der Vorderseite geht es weniger um Spaß. Keine Künstler, keine Medien, sondern viele Betroffene aus der Ukraine und auch aus Russland. Keine Geschäfte mit Russland! Embargo für russisches Gas und Öl! Zwei Seiten eines Tores am 20. März 2022.